Mama und Papa haben eigentlich schon früh gemerkt, dass ich sehr, sehr gerne auf alles, was rund ist, irgendwie kicke. Und dann gab es eben so eine ganz junge, ja, Bambinis kann man das vielleicht sagen, wo noch die Shorts bis zu den Füßen hängen. Die Stutzen kann man eigentlich bis ganz oben ziehen und das Trikot ist ganz unten. So klein waren wir da und dann hat sie mich da angemeldet und dann habe ich mit meinen Kumpels gespielt, tagtäglich. Am FC Bayern liebe ich die familiäre Atmosphäre. Erstmal die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Es war sehr leicht, da reinzufinden. Ja, dafür danke ich ihnen wirklich sehr. Wir waren als Team, bevor wir ins Trainingslager gefahren sind, waren wir eben noch hier essen an der Säbener Straße. Und man hat uns irgendwie so einen kleinen Empfang bereitet in Olympioniken. Und das war sehr schön irgendwie, weil ja, man hat einfach so die Anerkennung bekommen, auch von Herrn Rummenigge und so. Also es war halt sehr familiär und das fand ich schön. Und das gibt es in anderen Vereinen vielleicht einfach nicht so. Ja, er ist schon sehr, sehr ehrgeizig. Er will einfach auch im Training und also in der Trainingswoche immer das Beste rausholen, um auf das hin zu trainieren, was am Wochenende folgt und dann eben ja, die 3 Punkte und das Beste aus dem Spiel zu holen. Und ja, die Einstellung, die finde ich einfach gut. Ja, also ich mache momentan einen Sportfachwirt. Ich habe auch die Trainerlizenz, die B-Trainerlizenz. Würde sehr, sehr gerne in dem Bereich auch bleiben, auch als Trainerin. Ja, und was mich natürlich auch sehr interessiert, ist eben so dieses Kraft- und Athletikbereich, da auch als Trainer zu fungieren. Also ich bin jetzt gerade dabei, einfach so mal herauszufinden, was ich noch so gerne machen möchte. Aber so diese, wenn ich diese 3 Sachen oder diese 3 Wege zu einem Weg zusammenbringen könnte und verbinden könnte, das wäre ganz schön. Und ich meine, mein absolutes Highlight war natürlich, ich war 2,5 Monate oder 3 Monate in der Nationalmannschaft und habe die Weltmeisterschaft gewonnen und durfte spielen, habe auch im Endspiel ein Tor gemacht. Aber ich glaube, wenn ich die Meisterschaft gewinnen würde, nachdem ich 12 Jahre versucht habe, sie zu gewinnen, wird, glaube ich, das mit der Weltmeistermedaille mein absolutes Highlight werden. Ne? Klar, ich habe die Meisterschaft noch nicht. Das ist ein Traum von mir. Ich bin da bestimmt 6 Mal dran vorbeigeschlittert. Ich glaube, ich kann profitieren von den Erfahrungen der Mädels für die deutsche Meisterschaft. Und die können von meiner Erfahrung Champions League oder WM profitieren. Also ich glaube, wenn man beide so vermischt und dann eben immer Schritt für Schritt denkt, dann wird es aber nur kühlen Kopf bewahren. Nicht hektisch werden, das ist das Wichtigste.